willkommen, liebe Leute, jetzt zum neuen Part von Let's Play Pokémon Ultra Sonne. So, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wir hatten den letzten Part erstmal so gezeigt, wo wir überhaupt stehen geblieben sind. Ja, das ist im Prinzip das, was wir im letzten Part gemacht hatten. Und heute werden wir dementsprechend weitermachen und werden schauen, dass wir dorthin gehen, wo wir denn eigentlich hin müssen. Nehmen wir es zur Route 6 da. Also, wir sind hier. Also müssen wir nicht hin, ich weiß es nicht. Ah, wir müssen hier hin. Wo sind wir jetzt hin? Warte mal. Ich habe gerade null Orientierungssinn, ne? Also keine Ahnung, wo wir gerade sind. Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt einfach mal weiter in der Hoffnung, dass es irgendwie stummt, wo wir hingehen. Beziehungsweise ich gehe jetzt einfach mal in die Richtung hier bei Atma. Was ist dieser komische gelbe Punkt? Und den müsste man ja hier eigentlich sehen. Ja, da ist das und der gelbe Punkt, also Spritz aka Bier. Sind ja doch auch hier irgendwo. Bin verwirrt, weil hier ist auf einmal kein gelber Punkt. Das macht null Sinn. Oh Mann. Vielleicht hilft mir jetzt dieser Anzeiger hier. Der hilft ganz bestimmt, den ihr statuieren müsst, oder? Nein, hier ist denn irgendwie im zweiten Hügel. Aber jetzt gehen wir weiter. Route 5, das ist immer gar nicht mal so verkehrt. Würde ich behaupten. Warte, war auch das, was ich gerade gesehen habe in der Karte, ne? Ja, ist okay, das weiß ich. Ich würde ganz gerne auf die Karte schauen. Ich laufe schon falsch. Ne? Es muss einfach darunter gehen. Dann komme ich, glaube ich, dahin, wo es hin will. Würde ich mir nicht behaupten, Spriss. Ich muss einfach hier weiterlaufen. Aber hier, was ist, bin ich da mit der Ohana Farm? Ich glaube, einfach mal die Hilfe vorbei an der Farm. Dann ist ja, glaube ich, mal in die richtige Richtung. Wir müssen hier auf den einen Pfad. Okay, heißt, ich muss die Farm überqueren, so weit waren wir schon. Also, muss man jetzt irgendwie überlegen, wie wir hier zielführend rüberkommen. Weil ich kann mich in diesem Labyrinth nicht mehr so wirklich aus. Und da kommen die ganzen Pokémon-Kämpfe, das Wissen. Also, das hier zielführend zu Rest zu finden, das ist nicht einfach. Das könnt ihr mir glauben. So, irgendwie. Warte, ich mein Mikrofon. Das hat irgendwie übelst verstellt an. Wenn mir das wahrscheinlich nur so vorkommt. Keine Ahnung wieso. So, wir nehmen jetzt die Cat und schauen, dass wir ja dieses Surf hier wegmachen, was aber offensichtlich auch relativ einfach funktioniert. Zumindest das meine Haftung. Also nochmal ein Kratzer.
Hä? Wieso funktioniert das nicht, Junge? Was ist das für eine Scheiße hier? Boah, das ist alles unendlich. Tja, und hier kommt keine Hilfe, weil der Typ keine Freunde hat. Ist aber auch gut so, denn Hilfe einfach nicht verdient. Nimm mal Glut. So. Yes. Das erledigt das dann. So, jetzt muss ich erst schauen, wie ich das Projekt hier noch im Großen und Ganzen insgesamt so weiterentwickelt, weil das wird ja noch, wenn ihr mich länger verfolgt, dann wisst ihr, es wird ein längeres Projekt werden. Und dementsprechend wird die ganze Geschichte halt auch ein bisschen länger gehen. Hat das Ding hier nicht irgendwo einen Ausgang? Das Einzige ist, dass es will aus diesem Labyrinth hier raus. Aber irgendwie habe ich ein Gefühl, dass ich da nicht vorbeikomme. Und das bin einfach nur dumm. Ich habe irgendeinen Ausgang, der eigentlich voll übers offensichtlich ist, den habe ich übersehen. Das ist so die Alternative. Und wie ich mich kenne, was eigentlich eher das Weitere ist. So. Aber sehen. Wieso rufen die eigentlich alles eigentlich um Hilfe? Ich meine, ich kann alles mehr Hilfe kümmern, rufen. Aber es kommt keiner. Aber das Programm meines Süßes habe ich das einfange und nicht verrecken lasse. Yay. Pokémon hat es befreit, dann muss ich leider sterben. Natürlich. Wenn es Hilfe kommt, ich weiß um dies. Natürlich erscheint es Hilfe. Ist so klar. Das ist ja, natürlich gebe ich die Spelle dran hier. Ich glaube, hier hackt's. Wieso funktioniert das Angriff von Katniss hier? Wirklich, Leute, das ist alles so belastend. No Sog. Also Glut ist dagegen das erste, was dann quasi gut die weg ist, mal weniger, weil er macht das halt erstmal weg, das ist dann ganz gut. Ich will eigentlich gar nicht gegen diese ganzen Sumpfgurken hier kämpfen, sondern eigentlich nur aus dem Labyrinth rausgehen, ne? Aber das ist offensichtlich ja leider so viel verlangt, was natürlich nicht so toll ist. Aber okay. Ah nein. Habe ich das falsche Pokémon genommen? Er ist Horst. Dagegen ja, und wir können Katniss nicht arbeiten. Was soll die Scheiße hier? Ich könnte noch ausrasten. Ich könnte ausrasten. So, nehmen wir jetzt mal eine Groot und Vedo funktioniert jetzt nicht. Endlich! Boah, ist das hier umständlich. So. Aber... Oh komm, ich will jetzt nicht wieder 1000 Pokémon-Kämpfe machen. Ich will nur aus dieser Scheiße hier raus. Aber Sesame, das wird im Part, wo es einfach nur Pokémon-Kämpfe macht und sonst nichts hilfreich ist. Weil es so dumm ist, um hier weiterzukommen. Aber ich kann nicht viel voraufnehmen, weil ich da jetzt in der Versammlung muss. Und ich wegen meiner Schulhandhabe noch Sex klären muss und weiter und so fort. Boah, das ist alles umständlich, Leute, das sagst du was. So viel Stress, muss ich ganze Zeugs aufnehmen. Und dann. Ich muss hier irgendwie 10 oder 7, 14 Videos voraufnehmen. Ne, 10 Videos ungefähr. Einfach um genügend Videos für 5 Tage zu haben, während ich im Schulanteil bin. So, was steht hier jetzt dran? Ich will eigentlich nur zur Route 6. Aber ich sehe keinen Weg da jetzt zielführend. Hinten ist einer. Ah! Ich hasse es, dass in diesem hohen Feld immer nur Pokémon kommen.
Und ist keine Chance, um dorthin zu kommen, wo es eigentlich hin will. Es ist Dissens sehr belastend. So. Gut, aber die Pokémon, oder das Pokémon hier, in dem Fall ging er doch, sind sehr schnell weg. Das ist sehr schön. So. Oh Gott, oh Mann, auf Pause. Ja, aber macht da nichts, ne? So üben wir wenigstens Pokémon fangen, was durchaus aber auch vorteilhaft ist. Sagen wir mal ehrlich. So, was ist eigentlich mit Cat los? Weil irgendwas hat Cat, weil es funkelt so die ganze Zeit. Ich glaube, das ist nicht so angenehm für Cat. Ich würde sagen, zumindest, dass das ist und so angenehm. So, es wird ist noch von Rest penetriert. Ohne schön. Und jetzt machen wir ihn weg mit dem Kratzer. Ja, natürlich, das heißt jetzt Hilfe. Ich stecke hier wieder viel zu viel Zeit in dieses Heiß, als es eigentlich, als es mir lieb ist. Und die machen Kette sie natürlich schön weg. Ich wollte doch einfach nur so verfickten Route 6. Keinen langen Umweg hier machen, aber okay. Ich nehme jetzt Entei und brat die einmal weg. Aber 0,nix sind die weg dann. Das Entei ist erst ein Pro-Pokémon, wo man es überall durchsetzen kann. Aber es ist lustig. So, mach mein Lauffeuer. Weil mein Pokémon gleich anfängt zu schlafen, ne? Das wäre zumindest so klar. Ich wette, dass es jetzt anfängt zu schlafen. Nee, es ist nur ungehorsam. Also das Pokémon hört nichts. Das ist so wie mein Hund hört auch nein, nein, der hört eigentlich. So, nehmen wir Nitro-Ladung. Ich muss es wechseln. Das hier und dann mache ich Promi hier ganz schnell kalt und dann ist die Sache gesehen, vergessen und fertig. Yay. Und das ist das, was wir auch wollen. So, sind wir nicht bei der Hoffnung. So, Tackle, komm. Tackle ist weg. Wow. Und da sieht er effektiv dahinter. Ja, nee, ist klar. Das ist alles Mögliche, nur nicht effektiv. Und natürlich macht das dann auf einmal hier so effektives Zeugs. Nee, ich hab auf das Herz jetzt keinen Bock mehr. Auf das Herz jetzt keinen Bock. So, wie komme ich jetzt Gottes Namen irgendwie darüber, ohne auf die besessene Farm zu gehen? Ich meine, nebendran geht es da nicht wirklich weiter, ne? Ganz genau, das ist mein Problem. Und der andere Weg, sie ist hier einfach nicht. Ich meine, hier kommt man ja auch. Oder warte mal, hier rüber. Vielleicht geht es ja hier rüber. Oder nicht, weil ich wieder im Pokémon-Kampf gerade. Boah, das ist so belastend. Jetzt sind Leute, die Part passiert nicht viel mehr noch aus dieser Kampf.
Und im nächsten Part probiere ich mir dann irgendwie das Hilfe und so einen Weg zu angeln. Oh, wie ich es hinbekomme, ist jetzt fraglich. Aber wer weiß, probieren kann man es mal. Und das Pokémon geht ja relativ schnell weg. Und ist auch nicht das Problemkind der Problemkinder. Was definitiv sehr gut ist. Außer dass wieder Hilfe rufen, dass alles wieder ärztlich wird. Nein, ihr wird's nicht, weil keine Hilfe kommt. Das ist angenehm mit gut. Jetzt bloß drei Massakum Bang. Und nein, die wirkt der Attacke ab. So voll gefreut. Was mit meiner Attacke los? Wie ist es jetzt, die keine. Pfund. Natürlich werde ich die Attacke ab. Ich will einfach nur so eine Route hin und nicht mit irgendwelchen verdammten Pokémons kämpfen. Wieso kapiert das denn hier keiner? Mein Laune ist gerade von so gut auf so einen Keller gestiegen. Danke! Irgendwie bin ich gerade das gelockt, ich weiß ja nicht mehr so. Macht nix. Erst probier vor allem, dass wir trotzdem hier das Beste an Laune zu haben, was es gibt. Und hoffe, dass ich in diese Richtung laufe. Bin ich jetzt vollkommen falsch, ne? Natürlich bin ich gerade vollkommen falsch gegangen. Naja, im nächsten Part geht's weiter. Macht's gut, bis dahin und ciao!